Also die Idee, Arzt- und Patientenkongress zusammenzumachen, ist natürlich zu der Welt, weil das ist ein Paar, was zusammenarbeiten muss. Der Grundgedanke, dieses Selbstentscheiden, selbst mitentscheiden, das ist so wichtig und das halte ich für einen ganz, ganz tragenden Aspekt bei dem Thema Resilienz und Widerstandskraft, das dem Patienten nicht zu nehmen, sondern zu geben. Als Leitthema für diesen Kongress hatten wir ja gewählt, selbstbestimmt entscheiden. Wir möchten, dass die Menschen, die eine Krebserkrankung haben, wirklich für sich Entscheidungen fällen. Kein Muss der Außenwelt befolgen, kein Muss, das ihnen vorgegeben wird von einem Arzt, von einer Klinik, von der Verwandtschaft, sondern dass sie für sich wirklich Wege finden, wie sie besser mit der Erkrankung umgehen können. Um selbstbestimmt zu sein, muss man sich auch mit Dingen beschäftigen und auseinandersetzen und nicht sagen, okay, da ist jemand, der weiß das, sondern ich muss das wissen. Ich muss wissen, was passiert, wenn. Der Mut, was Eigenes anzugehen, erstmal selbst zu schauen, wer bin ich, was will ich, was sind meine Ziele, das wird selten so vermittelt und ich finde es eine unglaublich tolle Atmosphäre. Wenn man sagt, ein Kongress für Krebskranke, dann stellt man sich vor, es ist eine Atmosphäre von krank, man sieht viele ungesunde Menschen. Aber man kommt rein und hat das Gefühl, man sei an einer Gesundheitsmesse. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es hier um das Thema Krebs geht. Es ist so eine hoffnungsvolle Atmosphäre. Die Referenten, die hier so rumlaufen, haben eine hohe Qualität. Und ich finde, Herr Dr. Irmer stellt echt was richtig Tolles immer auf die Beine. Überlis, I'm very glad this year. You are here at our conference of our society, the Biologische Krebsabwehr. Well, thank you for having me. It's been such an honor to be a part of this, and I wish that this Congress actually occurred in the United States, so that patients can get the information that they need that you're giving them. Als Präsident einer solchen Gesellschaft hat man viele Möglichkeiten, Dinge, die in der Forschung ganz, ganz taufrisch sind, an diejenigen weiterzugeben, für die wir es erforschen, die es aber häufig nicht erfahren. Methadon ist natürlich wieder Thema. Dr. Friesen war hier und der Palliativmediziner Dr. Hilscher. Wir haben dann, merken immer noch ein sehr hohes Interesse von Patienten. Wenn die klinischen Studien die Ergebnisse bringen, dass es ein Wirkverstärker in der Krebstherapie ist, können Patienten selbst entscheiden, ob sie Methadon begleitend zur Krebstherapie haben wollen oder nicht. Und sie haben es dann einfacher. Und deswegen hoffe ich so unendlich, dass wir diese klinischen Studien gefördert bekommen. Es ist einfach viel Verschiedenes. Es sind teilweise fachliche Themen, aber es geht auch viel um den Patienten. Und das ist, glaube ich, entscheidend bei dem Kongress. Und deswegen heißt es auch selbstbestimmt entscheiden, weil es nicht irgendwelche Krebsarten und irgendwelche medizinischen Maßnahmen in den Vordergrund stellt, sondern in der Tat den Menschen und der ja auch derjenige ist, der die Folgen und Konsequenzen zu tragen hat, wenn jemand an Krebs erkrankt ist. Der Punkt ist einfach, wenn du ein gebrochenes Bein hast und du trittst auf, dann kriegst du das unmittelbare Feedback, dass das eine Scheißidee ist. Wenn du Krebs hast, und du trinkst trotzdem weiter deinen Kaffee, du isst deine Süßigkeiten, sonst was, dann hast du nicht dieses unmittelbare Feedback. Und darum ist es viel schwerer, das in Zusammenhang zu bringen. Und darum tut sich auch meiner Meinung nach die Schulmedizin so schwer, zu sagen, ja, das, was wir hier sehen, ist ein Ergebnis dessen, was sie verändert haben. Weil man es nicht eins zu eins connecten kann. Ich habe erlebt bei den Freundinnen, die ich auch begleitet habe, die teilweise leider gestorben sind, aber auch welche, die es gut geschafft haben, die hatten immer das Bedürfnis, bis zum Schluss so normal wie möglich zu leben. Leben ist bis zum Schluss. Und zum normalen Leben gehört das Lachen. Und die waren über jeden Moment froh, wo sie nicht an ihre Krankheit erinnert wurden, sondern haben sich gefreut, wenn wir irgendwie noch was Spaßiges gemacht haben. Und das tat mir auch gut. Und es hilft auch, diese kranken Menschen zu besuchen. Ich kann nur sagen, diesen Kongress sollte man weder als Betroffener versäumen, noch als Ärztin oder Therapeutin, die mit Krebserkrankten zu tun haben. Und es ist wirklich eine zentrale Stelle für Komplementär-Onkologie. Das Wissen, und das muss ja unter die Leute getragen werden. Wenn jeder selber wurstelt in seiner Praxis, bringt das der Menschheit und dem Patienten nichts. Und darum geht es, wir müssen an die Öffentlichkeit. Und dafür finde ich die GfBK
außergewöhnlich und wirklich einzigartig. Wir müssen das Wissen wieder weitergeben. Das Gesundheitswissen ist elementar. Deswegen muss man vor der Gesellschaft hier den Hut ziehen und sagen, toll, dass Sie seit Jahrzehnten unterwegs sind. Dieses Wissen, was ja ein Urwissen ist, die Völker haben das ja alles gehabt. Das heißt also, dieses Urwissen, das wieder zu vermitteln, sagen, du kannst, wenn du willst, selbstbestimmt dich gesund machen.